beantworten. Also, jetzt gehen wir los mit der B1 Usability Package. Einige von euch vielleicht kennen sie schon, einige vielleicht auch nicht. Nur ein bisschen History von mir. Ich habe das SAP Business One installiert für 17 Jahre und ich habe immer gesagt, kein Kunde soll SAP laufen ohne der Usability Package. Es macht es viel einfacher für den Konsorten, für den Partner, weil er so viel Sachen machen kann mit einem ganz einfachen Tool, Werkzeug, was der Kunde haben will. Okay? So, ich gehe jetzt durch ein paar Slides, die sind alle auf Deutsch, nur das eine habe ich auf Englisch. Das ist wirklich unser Team, unser Boyum-Team und was das wirklich sagt, ist, wir wollen, dass ihr als der Partner auch wächst. Wir wollen, dass ihr die Tools habt, damit ihr also dass es für euch auch einfach ist, das SAP Business One zu implementieren. Die Boyum ist auch sehr familienorientiert. Ich weiß nicht, wenn ihr uns vielleicht followt am Instagram oder so, die wollen auch, dass wir viel Familienzeit verbringen und nicht nur arbeiten und einen totalen Ausgleich haben und was natürlich gut ist für uns allen Angestellten. Und wie gesagt, wir wollen, dass ihr auch alles automatisiert mit für euren Kunden, dass die nicht so viel klicken müssen. Das ist unser Fokus. Okay? Und wir horchen auf euch und darum die Produkte von Boyum sind wirklich so, dass wir wissen, dass das alles gefehlt hat in SAP Business One zum Beispiel. Ich gehe da jetzt aber vorbei, weil es auf Englisch ist. Ich habe das Deutsche nicht bekommen. Okay? Wie gesagt, wir wollen, dass die Benutzererfahrung und die Automatisierung für SAP Business One flawless ist. Also, dass es seamless ist, dass ihr das SAP so aufstellen könnt, wie ihr es wollt. So, habt ihr eine Geschäftslogik? Wir wollen, dass ihr die anpassen könnt. Ohne dass ihr da jetzt hinten ins SAP reingehen müsst, dass ihr da Mods programmieren müssen. Und wir wollen immer, dass das System für euch arbeitet und nicht du für das System. Das ist immer sehr wichtig. Oh, das ist die falsche Slide, tut mir leid. Was passiert, wenn Sie Anpassungen in SAP, also wir haben über, ich gehe noch mal kurz zurück, wir haben über 200.000 Daily Users, über Christian kann man dann aushelfen, ich habe da total die falsche Slide, ich habe gedacht, ich habe die richtige reingeben, okay? Was passiert, wenn Sie Anpassungen in SAP benötigen? Normal braucht ihr einen Developer, dann müsst ihr den Developer erklären, was gemacht werden muss. Ich habe das viel gemacht früher und dann muss man testen. Und das ist dann das Schlimmste. Und wenn man dann einen Fehler findet, dann muss man vielleicht alles wieder neu schreiben. Ist mir auch schon mal passiert. Mit der Usability Package, ihr ganz wichtig, und ich glaube, das ist für jeden Partner wichtig, und das war für mich immer so wichtig, mit den Boyum-Produkten braucht man nie denken, oh, ich tue jetzt das, den Kunden von SAP 9.3 auf 10. Werden dann meine Anpassungen passen? Was ist mit der Usability Package? Wird da was gebrochen? Nein, es wird nichts gebrochen, weil wir arbeiten ganz eng mit SAP. Das heißt, unsere Developer arbeiten mit SAP und wir testen eigentlich das neue SAP, bevor das SAP es rausgibt. Das passiert auch oft, dass wir dann sagen, also wir haben einen Fehler gefunden in dem Code. Okay, das sind unsere Produkte. Ihr kennt wahrscheinlich welche, aber wir schauen uns heute B1 Usability Package an. Ich zeige euch heute Beispiele. Ich will, dass ihr seht, was man machen kann. Das sind nur ein paar Beispiele und auch ein Beispiel für Print und Delivery. Und wir haben auch eine Credit Card Solution, also Credit Card Add-on, wenn ihr das mal braucht. Wir haben CRM for Outlook, wir haben Prodomex Scan, Warehouse Management System und natürlich Manufacturing. Und unser Boyum Cloud Produkte haben wir schon 3 Produkte. Wir haben zum Beispiel Quality Control jetzt available für SAP Business One. So, das ist ganz toll, ist ganz heiß. Momentan mache ich sehr viele Demonstrationen, weil SAP hat kein Quality Control und wir haben jetzt hier an der Inspect unsere Quality Control. Aber bei den anderen Produkten, natürlich könnt ihr mich am Ende dieser Präsentation auch fragen, aber wir zeigen sie euch auch gerne. Okay, fangen wir mal an. Beispiele mit der B1 Usability Package. Dashboards.
Wenn ihr die Bevon Usability Package habt, könnt ihr, bekommt ihr schon 10 plus 15 plus Dashboards. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt schon available sind. Also ihr kriegt viele Dashboards und ich gehe jetzt mal ins SAP rein. Ich mache das jetzt mal auf. Und wie ihr seht, hier habe ich ein Dashboard offen. Das ist die Usability Package. Ihr kriegt all das schon mit der Usability Package. Okay? Verschiedene Dashboards. Ihr könnt auch einen Kalender hier aufsetzen. Okay? Und ihr bekommt da verschiedene Views. Okay? Zum Beispiel, ich sage jetzt, ich will jetzt alles von mir sehen. Dann sehe ich jetzt alles, was für mich als der Benutzer, was ich da jetzt habe. Ich sehe die ganzen Aktivitäten, meine Service Calls und ich glaube, ich verstehe SAP. Ich habe das SAP auf Englisch. Tut mir leid, ich habe es nicht umgeschaltet auf Deutsch. Ich tue mir ein bisschen leichter hier auf Englisch. Und ihr könnt da wirklich hier vom Kalender in die Dokumente reindrücken. Dann macht das Dokument auf. Und wie ihr seht, dieser Sales Order, Kundenauftrag, ist auf 7. Juli. Ihr wisst, dass ihr das nicht schafft, die Delivery Date. Jetzt schiebe ich den rüber, das wird am 16. Juli jetzt rausgeschickt. Und natürlich wird das Datum dann geändert. Und das ist so toll. Das ist euer kleiner Planer. Ihr könnt da die Aktivitäten, eure Dokumente herumschieben und das Datum wird sich ändern. Okay? Ich habe zum Beispiel eine Anfrage gehabt, also Service Manager oder Activity Manager, ich weiß nicht. Und die haben gefragt, hey, ich will eine View haben, wo ich verschiedene Angestellte sehe. Ich will die Sales Orders von verschiedenen Angestellten sehen. Und wie ihr seht, habe ich hier Sales Order in Purple, in Lila, in Schwarz und ich hatte noch eine Farbe in Blau. Das sind verschiedene Angestellte. Und ich als der Manager zum Beispiel will die alle sehen auf meinem Bildschirm, weil dann kann ich ein Auge drauf halten. Es macht natürlich Sinn bei einer Aktivität oder bei einem Service Call, weil wenn man sieht, der hat zu viele Service Calls jetzt, ich glaube, das heißt das gleiche auf Englisch, ein Service Call, zu viele hat, dann muss man vielleicht ein bisschen herumschieben. So, ihr könnt die Dokumente nehmen und einfach drag and drop und schiebt es auf ein anderes Datum. Wir haben eine Kanban Board. Kommt mit der Dashboard. Kanban Board. Wir haben für euch schon jetzt Select Different Kanban Board. Die kommen alle out of the box, kommen alle mit der Usability Package. Und, aber ihr könnt natürlich eure eigene bauen, das ist immer möglich. Dann könnt ihr sagen, das sind die Sales Opportunities. So, ich habe ein Lead, dann habe ich die erste Meeting, dann die zweite Meeting, dann kann ich sagen, okay, ich gebe das jetzt darüber und darüber. Ihr habt das Drag and Drop. Wir haben auch, das kennt ihr wahrscheinlich auch vom HANA, wir haben auch die Processes View. Okay, ich habe jetzt da nicht mehr. Wir haben verschiedene Processes natürlich. Wir haben all diese Processes hier. Aber was wirklich toll ist mit unserem Process View, und das wird ja auch wahrscheinlich vielleicht schon wissen, wir können die ändern. Also wenn euer Kunde jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt gedrückt, zum Beispiel keine Down Payment macht oder die machen keine Credit Memos, das gibt's was nicht, gell? Aber ihr könnt das weggeben, dass die das gar nicht sehen. Also ihr könnt den Process für den Kunden so aufbauen, dass die wirklich nur den Prozess sehen und ihr könnt dann natürlich neue Prozesse dazugeben. Also ihr könnt die ändern, was sehr, sehr beliebt ist bei unserem Kunden. Und ihr könnt auch eine Website hier aufrufen. Direkt, ihr könnt so direkt auf eurem Browser hier gehen. Also das kommt alles out of the box. Das sind alles. Und wenn ich jetzt hier reingehe, ich zeige euch das jetzt nur schnell. Ich bin ja so begeistert von den Dashboards, sind ja auch sehr viele Kunden. Ihr kriegt alle die out of the box, die mit dem schönen Namen, die mit dem komischen Namen, das habe ich gebaut, okay? Also hier setzt alles out of the box. Und wenn ihr BS Manufacturing habt, eure Kunden, BS Manufacturing, das sind alles BS Dashboard. Die sind neu, sehr viele sind neu, wahnsinnig powerful. Okay, und hier habt ihr andere Widgets, wie zum Beispiel die Process Flow, der Browser, was ich euch gezeigt habe, die Kanban Board und so weiter. Und was auch ganz toll ist, ihr könnt die Dashboards, ihr habt jetzt hier eine Dashboard, die könnt ihr dann auf der Website aufrufen.
Das wissen viele nicht. Das kommt mit der Usability Package. Ihr baut euch ein Dashboard. Das ist zum Beispiel eine BS Capacity Usage Dashboard. Ihr könnt die hier in SAP einstellen. Oh, ich will, dass das eine Web-Dashboard ist. Dann könnt ihr einen großen Bildschirm raus auf den Shopfloor geben und könnt ihr eine Dashboard aufrufen. Und wie ihr seht, habe ich da zwei different Databases. Und hier sind die Listen von den Dashboards, die ich available habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt runtergehe, die Sales Overview, vielleicht in der Finance Department, ihr könnt die aufrufen auf der Web. Ganz wichtig, das wissen leider viele Leute nicht, aber es kommt mit der Usability Package. Okay? So, das waren die Dashboards. Ihr seht hier die Dashboard dunkel hinten, nur ganz kurz, weil das wissen auch viele nicht. Ihr könnt natürlich an der Dashboard das Skin ändern, zum Beispiel, Skin. Ihr habt die ganz verschiedenen Skin, zum Beispiel viele wollen jetzt das The Black. Ich mache das jetzt nochmal schnell. Ihr könnt dann den Hintergrund hier in SAP ändern. Okay? Nur, dass ihr das wisst, das ist immer auch sehr beliebt bei den Kunden. Okay, jetzt gehen wir weiter. Das waren die Dashboards. Hab genug geredet, ihr wisst, was ihr bekommt. Das ist auch ein Beispiel, ist das auch sehr beliebt. Warnungen, Validierungen. Ihr wollt Validierungen einsetzen auf eurer Datenbank, dass der Benutzer weiß, was los ist. Das ist zum Beispiel eine Validierung auf einer Sales Order. Ich habe eine Credit Limit gesetzt für den Kunden und jetzt will jemand eine Sales Order, einen Kundenauftrag reingeben. Ja, hey, der hat keinen Credit. Und ganz einfach, zum Beispiel, ich tue jetzt die Dashboard hier unten verstecken. Ich gehe jetzt zum Kundenauftrag. Hier und ich gehe jetzt da rein zum Kundenauftrag. Okay? Und ich will jetzt da einen Kundenauftrag reingeben und ich gehe jetzt zum Maxitech zum Beispiel und tab auf. Und sofort sehe ich hier No Available Credit. Die Credit Limit ist im Negativ. So. Der Benutzer weiß, der Sales Employee weiß, der Vertriebler weiß, hey, ich muss da jetzt ein bisschen anrufen. Die haben keinen Credit, also die müssen was zahlen. Okay, wenn ich jetzt einen anderen Kunden aufrufe, ich glaube, das ist einer, dann geht das weg. Weil dieser Kunde hat genug Credit. So hier mit einem Klick kann man sagen, der weiß sofort, der Verkäufer weiß sofort, hey, ich habe ein Problem mit diesem Kunden, der hat keinen Kredit. Und es geht auch dann schön Hand in Hand, zum Beispiel, wenn ich jetzt, kann ich da mit das, und ich finde das auch sehr schön, und das ist vielleicht auch eine andere Slide, wenn ich jetzt zum Beispiel die Business Partner aufrufe, wenn ihr jetzt zum Beispiel setzt da jetzt bei meinem, hier bei meiner Account Balance, ihr setzt das alles rot, und ich finde das auch eine schöne Configuration für den Kunden. Bei mir ist alles rot, das schaut nicht so gut aus, nur Deutschland mit der deutschen Fahne ist grün, schau. Die zahlen brav. So, ich setze, wenn es grün ist, haben die noch Credit. Die sind in der Credit Limit Menge. Und die in rot sind, sind nicht in der Credit Limit Menge. Und das ist einfach so toll für den Benutzer und so gut fürs Audit, dass man hier eine Validierung aufsetzt. Hier ist wieder eine Validierung und das ist natürlich ganz wichtig zu wissen, ist für euch, wenn ihr die Usability Package noch nicht so gut kennt, ihr könnt natürlich Validierungen hier auch auf dem Grid, zum Beispiel am Kundenauftrag, auf den Zeilen einstellen. Und diese jetzt zum Beispiel ist auf dem Discount-Fill. Gehen wir jetzt wieder zurück zu meinem SAP Business One und ich gehe jetzt direkt hier Entschuldigung, zu meinem Shortcut-Buttons und ich rufe hier direkt den Kundenauftrag auf und ich sage jetzt hier, das ist schon wieder meine Message hier und ich gebe da jetzt ein paar Artikel rein. Gell? Ich gebe da jetzt einige Artikel rein und choose und ich bin jetzt ein Verkäufer, ich will das unbedingt verkaufen, weil ich einfach muss. Und ich gebe jetzt da Rabatt rein. Ich gebe da jetzt 15% Rabatt, da gebe ich 16%, nochmal 15% und da gebe ich 19%. Keine gute Nummer, aber ich gebe dir jetzt Rabatt rein. Und jetzt will ich den Kundenauftrag, schaut gut aus für mich, ich bin der Verkäufer und ich gebe dann jetzt den Kundenauftrag rein. Sofort bekomme ich eine Message. Hey,
Du hast an gewissen Zeilen, na, jetzt stellt euch vor, ihr habt jetzt 50 Zeilen. Es sagt mir die Zeilennummer, es gibt mir den Artikelnummer und der Artikel Description, Item Description, okay? Ihr könnt das aussuchen, was ihr zeigen wollt. Normal, die Line-Nummer ist genug, die Zeilennummer. Ich habe halt die Artikelnummer noch dazugegeben und der Name des Artikels. Und es sagt mir, ich habe drei Zeilen, die haben mehr wie 10% Discount und das darf man nicht. Und weißt was? Die können diesen Kundenaufdruck nicht dazugeben. Es lasst es mich nicht ins SAP dazugeben. Ich kann es aber so aufsetzen, ihr könnt es auch so aufsetzen, dass es nur eine Warnung ist und es sagt, hey, ihr habt diesen Zeilen, die haben 10% Discount, willst du weitermachen? Das kann man auch machen. Ich habe es so aufgestellt, die können nicht weitermachen, die müssen jetzt da 10% oder weniger reingeben und dann können sie diesen Kundenauftrag dazugeben. Sehr, sehr powerful. Zum Beispiel, ich hatte einen Kunden, der brauchte das. Es war nicht das Discount-Field, der hatte irgendein anderes Feld gehabt, wie er das gesehen hat, er hat gesagt, das brauche ich genau. Ich brauche, dass mir jemand die Zeilen validiert auf einem Dokument. Und das ist natürlich möglich. Okay, das ist ein Beispiel der Validierung. Automatisierung mögen wir ja auch alle. Wir wollen natürlich viel machen, was automatisch ist, dass man nicht selber herumklicken müsst und so weiter. Und das kann man viel machen. Wir haben ein Makro, wir haben ein Tool in our Usability Package Makro. Das sagt man dem Makro, der soll die Klicks machen. Natürlich braucht man eine Logic. Ich brauche eine Logic im Hintergrund, dass die Automatisierung weiß, was es machen muss. Ah, ihr sagt Chargennummer, genau. So, jetzt gehen wir hier rein. Ich gehe jetzt einmal kurz raus und gehe zu meiner Deliver. Zum Beispiel, schicke jetzt was zu dem Kunden. Und wie ihr wisst, ich gebe da rein und ich gebe da meine Artikel rein. Wie ihr wisst, wenn ihr Artikel mit Chargennummern, heißt das bei euch, habt, dann, wenn ich dann Add drücke, dann kommt eine Box rauf und es sagt mir, okay, ich will jetzt diese Chargennummer hier auswählen und dann gehe ich zum nächsten Artikel, glaube ich, und so weiter. Und das ist natürlich viel Arbeit auf. Ich hatte einen Kunden, ich war auf dem SAP-Event in England vor Jahren und die ist zu mir gekommen und hat gesagt, Rosi, kann ich das haben? Ich habe 50 Zeilen, ich habe 100 Zeilen und ich sitze da und tue die ganzen Chargennummern andauernd manuell dazugeben. Ich habe eine Logic im Hintergrund. Die Logic ist, nimm das ältere Datum, zum Beispiel. Okay, natürlich. Ich habe da einen Knopf, mache einen Knopf und weißt, was ich mache? Ich sage Batch und jetzt wird mir das alles automatisch gemacht. Und ich habe den Kunden wieder getroffen und sie hat gesagt, Dose, ich habe so viel Zeilen. Ich drücke auf den Knopf, hol mir einen Kaffee und wenn ich zurückkomme, ist das fertig. Ich brauche mich nicht darum kümmern. Und das ist, wenn wir über Automatisierung reden. Ihr habt eine Logik drin, ihr könnt es aufsetzen. Sobald ihr eine Logik habt, könnt es ihr automatisieren. Okay, das ist die Chargennummer. Das ist ein bisschen advanced, aber es ist so powerful. Und jeder Kunde, der mit Chargennummern arbeitet, gefällt dieses Beispiel. Was haben wir hier? Beispiel schnell und einfach. Erstellen Sie mit der Rechtsklick neue Registrierkarten, die entweder einen SQL oder benutzerdefinierte Registrierkarte sind. Auch hier zum Beispiel auf der Business Partner Master Data. Ihr könnt natürlich jetzt aufrufen einen Report, okay, für einen Kunden. Jetzt gehe ich da wieder kurz rein und ich gehe jetzt gehe ich hier direkt zu dem Business Partner von hier rein. Ich bin auf dem Business Partner Master Data und ihr wollt jetzt wissen, okay, was hat der jetzt gekauft? Was waren die letzten 10 Artikel? Ich kann hier herdrücken und es sind die letzten 10 Artikel für diesen Kunden. Okay? Wenn ich jetzt natürlich weitergehe zum nächsten Kunden, schaut das anders aus, weil der hat natürlich was anderes gekauft. Und es schaut mir direkt auf dem Business Partner Code. Und es ändert sich. Also, ihr könnt einen SQL Report hier anhängen als einen Tab. Okay? Wenn ihr jetzt keinen Tab haben wollt, hier, ihr könnt es auch auf einen Knopf anhängen. Und ist dasselbe Report. Und ich gehe jetzt zurück einen.
natürlich ändert sich das, weil es wieder auf den Businesspartner, auf den Kunden schaut, okay? Und jetzt sagen wir, euer Kunde will jetzt das nicht auf dem Tab haben. Also die Leute mögen wirklich, dass man hier einen Grid reinkommen kann, dass einen Report wie so einen. Und die wollen auch keinen Knopf haben. Ja, was man dann noch machen kann, dann soll der Kunde es vielleicht auf einen Rechtsklick haben. Hier seht ihr, habe ich ein Menü und das ist Last 10 Purchased Item. Ist dasselbe Report. Das ist ein Report, den ich aufgestellt habe mit der Usability Package, aber ich kann ihn jetzt reingeben auf einen Tab, ich kann ihn reingeben auf einen Knopf oder Rechtsklick, weil der Report so aufgebaut ist, dass er mir auf den Kundencode schaut. Ganz einfach und das wirklich, man hat alles auf den Fingerspitzen hier in einem Screen. Ich will nicht herumklicken, wie narrisch. Und ihr wisst, falls ihr das nicht wisst, wie man einen Tag auf einen Tab macht mit der Usability Package, ganz kurz rechtsklicken, Create New Tab. Innerhalb von einer Minute. SQL-Tab, da muss ich einfach den Report dann anhängen, wie diesen, oder Custom-Tab. Natürlich kann ich einen Custom-Tab machen und kann, dann sehe ich alle User-Defined Felder. Dann kann ich sagen, okay, ich will diese Felder da drin haben und fertig. Und hier, ihr seht jetzt diesen Test-Tab nicht. Ich gehe jetzt kurz raus. Das ist innerhalb von einer Minute kann ich diesen Tab aufbauen. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu diesem Business-Partner. Macht das größer für euch und hier ist mein Tab. So einfach geht das. Hier sind meine zwei Felder und natürlich, dann kann man alle Felder herüberschieben, auch von anderen Tabs, wie ihr wollt. Aber nur, dass ihr seht, einen SQL-Tab, einen Report-Tab oder einen Custom-Tab aufzubauen, super, super einfach rechtsklicken innerhalb von einer Minute. Und hier, wie ihr seht, das ist eine Tabelle, sagt ihr, eine Tabelle, könnt ihr da aufstellen und das Data von dem Business-Partner, wie in meinem Fall, reinholen. Okay, so, berechnen wir mal die Versandkosten. Falls wir jemanden an der Liste haben, die bei mir im Training waren, das haben wir sogar im Training durchgemacht, weil ich finde das sehr interessant, dieses Beispiel wieder, dass ihr wisst, was man machen kann. Okay, ich gehe jetzt wieder rein ins SAP und ich kann gerne diese Slides mit euch teilen. Okay, wenn ihr die wollt, sagt es dem Christian. Mit dem habt ihr wahrscheinlich besser guten Kontakt. Ich kann euch diese Slide teilen. Okay, ich gehe jetzt zu meinem Kundenauftrag und das ist Kundenauftrag. Ich habe es auf Englisch, aber ich glaube, ihr seid okay mit dem. Ich gehe wieder zum Maxitector. Ich soll wirklich nichts verkaufen zu denen, aber mir gefällt die Message so. Jetzt gehen wir einfach zum Maxitec wieder. Und ich gebe jetzt da mal ein paar Artikel rein. Okay, ich gebe da ein paar Artikel rein. Und jetzt sage ich zum Beispiel, ich will, okay, die kaufen nur eines von diesen drei. Und ich habe hier einen Knopf Shipping. Ich drücke jetzt drauf Shipping. Und wie ihr seht, gibt es mir Shipping dazu, $75. Okay, ihr könnt es da unten auch so machen, dass es hier bei Freight, ich weiß nicht, da unten dazu gegeben wird. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ich habe es hier, ich habe immer bei unseren Kunden hier in der USA, die wollten es immer direkt am Dokument haben. Ist auch okay. So, die brauchen nichts denken, die Shipping, weil ihr habt eine Logik da hinten. Jetzt tue ich das mal löschen und jetzt ändere ich mal meine Quantity. Ich habe die Shipping jetzt, die Fracht jetzt kalkuliert, was die kaufen an Quantity zum Beispiel. Nur, dass es einfach ist zum Verstehen. Und jetzt mache ich wieder Shipping. Oh, jetzt kriege ich ein Message. Jetzt sagt, der hat unter 20, also es sollte wirklich sagen, der hat between 10 und 20 Artikeln. Weil ich habe so unter 10, sagt der Full Shipping, habt ihr auch gesehen, hat keine Message bekommen, zwischen 10 und 20 zahlt der Shipping, aber mit 50% Rabatt. Sage ich, ja, gib Shipping dazu und automatisch gibt es Shipping dazu und hat 50% Rabatt. Braucht nichts denken. Jetzt lösche ich das wieder. Das. Und jetzt gebe ich noch mehr Artikel dazu, okay? Dass wir über 20 im Total haben, okay? Und jetzt mache ich wieder Shipping. Und jetzt sagt es mir, hey, the number of items in this document, also dass ich auf, das ist mehr wie 20. Und der Kunde deserved, was ist das deutsche Wort? Weiß ich jetzt nicht, der kriegt ein freies Geschenk.
Und ich sag ja. Gib das freie Geschenk dazu. Was es jetzt macht, es tut trotzdem noch die Fracht dazugeben. Und ihr seht, das ist jetzt 100% Discount. Ich brauchte nichts machen. Automatisch, weil ihr wollt natürlich zeigen, dass ihr die Fracht, dass sie es frei bekommen haben. Und dann kriegt ihr noch ein freies Geschenk. Und das kostet natürlich nichts. So könnt ihr die Automation wieder machen. Und die Logik im Hintergrund, wirklich, das ist aufgebaut, unter 10 zahlen sie voll, zwischen 10 und 20 zahlen sie 50% und über 20 on Quantity kriegen die ein freies Geschenk und die kriegen 100% Discount. Das könnt ihr mit der Usability ganz einfach aufbauen. Könnt ihr auch hier ein UDF haben und das Gewicht kalkulieren. Ist egal, was ihr kalkuliert. Die Logic muss im Hintergrund aufgebaut werden und das System macht dann das für den Kunden automatisch. Tabellenhändler, UDTs, das kennt ihr. Tabellenhändler heißt das, denke ich, auf Deutsch, gell? So, zum Beispiel könnt ihr jetzt, wenn jetzt eure Kunde viele User-Defined Tables hat, okay? User-Defined Tables, dann könnt ihr die auf einen Knopf anhängen oder auch im Menü. Jetzt gehe ich da nochmal rein. Und ich muss wirklich sagen, in SAP die User-Defined Tables, wenn man darauf gehen muss, ich weiß schon gar nicht, wo das ist, und die da unten aufrufen muss, dann muss man da rein und dann hat die updaten, okay? So, was könnt ihr mit der Usability Package machen? Ihr könnt die direkt hier anhängen. Ich hänge, das ist ein UDT Webinars. Hier ist mein User Defined Table. Ich verstehe jetzt, was das heißt. Ich weiß jetzt wirklich das deutsche Wort nicht. Und ihr könnt es dann auch hier dazugeben. Ihr könnt, das ist ein Webinar, be one up und das machen wir heute, sagen wir zum Beispiel, und das macht die Rose. Das ist zum Beispiel ein Webinar-Table. Und ich kann den hier updaten. Okay? Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, okay, warum habe ich hier keinen Code und keine Description? Weil ich habe das versteckt, weil ich brauche das nicht. Okay? Denn wenn ich hierher gehe, ups, steckt es mich? Habe ich euch verloren? Nein, seid ihr noch da. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hierher gehe, dann habt ihr hier, das ist mein Table von SAP, den muss ich aufbauen. The Code and Description. Ich habe das so aufgestellt, hey, ihr macht mir den Code und Description und ich will das nicht sehen. Was man auch in SAP nicht machen kann, wenn ihr einen User-Defined Table habt, ihr könnt die Reihenfolge nicht ändern. Ich kann das schon ändern hier mit der User-Defined Table. Was auch schön ist, ihr könnt auch eine Search machen. Stellt euch vor, ihr habt 100 Zeilen, 200 Zeilen, ihr könnt dann eine Zeile suchen. Okay, so wie macht man das? Ganz einfach. Ich gehe jetzt da kurz rein, weil ihr könnt hier, wie ihr seht, auch Menüs dazugeben. Ihr könnt auch innerhalb von einem SAP-Menü ein Menü dazugeben. Vielleicht wollt ihr gewisse Reports und so weiter. Jetzt gehe ich da kurz rein und zeige euch schnell den User-Defined Table. Habe ich zwar nicht geplant, aber nur, dass ihr es ganz kurz seht. Da ist mein User-Defined Table Universal Function, den hänge ich einfach hier an unsere Universal Function, das heißt UDT-Händler, und ich sage automatisch Code und automatisch Namen, weil mir ist das wurscht. Mir sind diese Felder hier wichtig und ich kann dann sagen, hey, ich will das Employee-Feld eigentlich an der zweiten Stelle. Ich kann es ändern, was natürlich sehr powerful ist, sehr, sehr beliebt bei unseren Kunden. Ihr könnt das natürlich auch zum Beispiel hier, ich habe auch diese Beispiele auf YouTube, zum Beispiel ich habe hier im YouTube, ich habe Vehicle Info, das ist Auto, Firmenautos, ich gehe da rein, oh, die Jeremy hat dieses Auto, ein Honda, der ist blau, bla 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 bla, dann gehe ich zu mir, ich habe dieses Auto und es filtert mir, weil mit meinem Universal Function, wo ich den Table angehängt habe, den kann ich filtern, dass es sagt, hey, gib mir nur die Autos für diesen Employee ID, den ich offen habe. Okay? Ganz, ganz powerful. Also ihr habt den User-Defined Table-Händler, könnt es auf Buttons anhängen, könnt es auf dem Menü anhängen. Man braucht dann nicht hier raufgehen und die updaten. Natürlich, wenn ich jetzt hier ein Update mache, dann wird es auf der SAP-Seite auch abgedatet. Die sprechen zusammen.
Ups, das ist das Englische, das muss ich heute auch noch machen. Selbe Webinar auf Englisch. Und dann zugängliche Berichte. Und ich glaube, das werdet ihr euch sicher wissen, wenn ihr jetzt die Knöpfe habt, da könnt ihr anhängen SQL Reports, da könnt ihr Crystal Reports anhängen und so weiter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder zu meinem Kundenauftrag gehe, ganz kurz, bin wieder rausgegangen. Ihr könnt dann hier auf die Knöpfe. Hier habe ich Reports. Ihr könnt zum Beispiel einen Report aufbauen und sagen, und ich weiß nicht, was die Logic zu diesem Report ist. Ich habe da einfach wahrscheinlich die letzten. Ihr könnt die dann highlighten und die direkt reingeben in den Kundenauftrag. Oder ihr könnt es auch dann sofort so aufbauen, dass ihr dann hier die Knöpfe habt und hier einfach drückt und dann hier die Mengen ändert und dann wird es hier in das Kundenauftrag rein kopiert. Und das könnt ihr machen, einfach mit Reports, damit der Kunde nicht zum Beispiel immer hier reingehen muss zu dem ganzen Inventory Master Data. Okay? Wenn ich gewisse Artikel nicht mehr kaufen, macht einen Report und die können das von hier rüber kopieren. Also ganz wichtig, ihr habt Reports, macht zum Beispiel mit einem Knopfdruck irgendeinen Crystal Report, einen SQL Report, wieder, dass die ganze Information auf dem Screen ist. Schneller Zugang, wieder Automatisierung, gehen wir wieder zur Automatisierung, wieder auf dem Kundenauftrag zum Beispiel. Macht einen Knopf, zum Beispiel, ihr macht einen Knopf, hey, ich habe ein Angebot, es ist Weihnachten, ich habe ein Angebot, Deal of the Month, das ist unser Angebot und dann kopiert mir das automatisch in den Kundenauftrag rein, okay? Oder ihr sagt, hey, ich bin der Kunde, bei jedem Kundenauftrag kaufen die Kunden ein Papier oder was auch immer. Dann macht einen Knopf, dass das automatisch dann direkt reingegeben wird, nur mit einem Knopfdruck, damit der Benutzer nicht immer es hier suchen muss in Inventory und es reingeben muss. Ihr könnt da die Shortcut-Buttons machen, damit das automatisch reingegeben wird. Also Reporte, ihr könnt Buttons machen, dass das direkt in den Kundenauftrag rein kopiert wird. Okay? So, Deal of the Month, Printer in Paper wie hier. Einfach mit einem Klick. Okay? Automatisierung. Das ist wirklich, man kann wirklich von einem Dokument zum anderen rüber kopieren. Und jetzt hätte ich eigentlich drin bleiben sollen bei meinem Kundenauftrag. Ich zeige euch das schnell. Ich rufe ihn nochmal kurz auf. Zum Beispiel, ich zeige euch da jetzt. Ich habe jetzt wieder hier ein paar Artikel. Und euer Kunde hat ein Shipping Warehouse, also Lager, Shipping Lager. Also jedes Mal, wenn die was verkaufen, die müssen dann einen Inventory Transfer Request machen, damit diese Artikel rübergehen zu diesem Lager, weil es rausgeschickt werden muss. Hier habe ich einen Knopf Transfer Request. Ich drücke da drauf und es macht es mir automatisch und es ist weg. Also der Benutzer braucht jetzt nicht hier reingehen zu Inventory Transactions Transfer Request. Wenn ich jetzt zum letzten gehe, das ist von heute, das haben wir jetzt gerade gemacht. Ich habe das Fenster zugemacht, der Transfer Request habe ich gemacht mit einem Klick. Zum Beispiel hier habe ich einen Knopf Copy to Quote, nur Vergleich. Dasselbe, ich mache ein anderes Dokument auf, kopiere alle Zeilen rüber. Aber hier hat es mir nicht auf Add gedrückt und ist nicht weggegangen, weil das habe ich so gemacht bei meiner Makro. Ich habe gesagt, ich will selber Add drücken. Weil ich will das nochmal anschauen und dann ich drücke Add. So könnt ihr das so programmieren, wie ihr es wollt, wie es dem Kunden passt. Okay? Ein Beispiel zeige ich euch noch schnell bei Automatisierung. Es ist Service Call. Falls eure Kunden Service Call machen, ich finde das immer so. Ein Service Call, wenn ihr einen Service Call habt zum Beispiel. Wenn ihr jetzt ein Dokument machen müsst, dann klickt hier, dann klickt hier, dann klickt hier, dann klickt man hier, dann klickt man hier und man klickt und klickt und klickt. So erstens, wenn ein Kunde das hat, dann macht man mal Knöpfe und sagt man mit einem Klick und man geht direkt zu einem Return. Aber jetzt wollt ihr mehr machen. Ihr wollt zum Beispiel, ihr wollt den Artikel rüber kopieren, ihr wollt den Subject rüber kopieren und so weiter. Könnt ihr machen.
Ihr sagt dem Knopf, was es machen soll. Ich klicke jetzt mit einem Klick hier und jetzt macht es mir die ganzen Klick automatisch, wie ihr seht. Ich habe einmal geklickt und es hat mir den Artikel rüberkopiert, es hat mir die Nummer vom Service Call rüberkopiert und die Issue, das Subject. Also das könnt ihr alles automatisieren. Und darum, wir sind sehr mit Automatisieren, Zeitsparen. Okay. Okay, jetzt gehen wir ein Beispiel zu Print on Delivery. Print on Delivery ist ein Modul with the B1 App. Es hat, man braucht extra License für die. Aber dann könnt ihr wirklich alles automatisieren via E-Mail. Print on Delivery, jetzt muss ich schnell meinen Outlook aufmachen, habe ich jetzt nicht gemacht. Print on Delivery, da könnt ihr mal Mass Delivery machen. Ihr könnt da alle Error Invoices auf einmal rüber schicken zu den Kunden. Aber natürlich haben wir auch einen Scheduler. Wir haben einen Scheduler, du kannst sagen, sagt hier, okay, ich will alle Kundenaufträge einmal am Tag rausschicken. Oder vielleicht alle Kundenaufträge nicht einmal am Tag, sondern jetzt habe ich das Beispiel verloren. Oh, da ist es. Nicht einmal am Tag, jede Stunde. Vielleicht werden die rein importiert von einer Website. Ihr könnt das alles automatisieren. Und eines der beliebtesten von den Kunden ist das Beispiel. Und ihr habt das auch hier. Oh nein, das ist ein anderes Beispiel. Also das ist das nächste. Schauen wir mal kurz. There we go. Das ist dieses Beispiel. Ihr schickt dem Kunden einmal im Monat dieses E-Mail und sagt, hey, das sind alle Rechnungen, die offen sind. Da habt ihr so eine Grid im E-Mail. Und was schön ist, ihr hängt dann ein PDF an, das diese ganzen Invoices, in meinem Fall nur 3, anhängt. Weil was natürlich passiert, wenn ihr eurem Kunden was offen ist, wenn ihr dem Kunden sowas schickt, das Erste, was der Kunde sagt, ist, ich habe die Rechnung nicht bekommen, der ruft an, der schreibt euch, darum habe ich es nicht bezahlt. Darum ist dieses so wichtig, das ist so beliebt bei den Leuten, weil man schickt das, man hat eine Liste hier und dann hat man ein PDF mit allen Rechnungen. Und das könnt ihr natürlich automatisieren, weil mit Print und Delivery habt ihr hier einen Scheduler und sagen, hey, ich will jetzt das, habt alles available. Ihr könnt eure eigene Logic Game bauen. Das zum Beispiel war das. Ich will das jetzt einmal im Monat rausschicken. Schickt man es um 20 Uhr am Abend und am 25. jedes Monat. Vielleicht kann man noch Geld kassieren im gleichen Monat. Und dann geht das automatisch raus. Ihr braucht nichts machen. Und das könnt ihr mit allen anderen Formen machen. Zum Beispiel Error Invoices einmal am Tag. Ihr habt diese Optionen. Ihr könnt es jede Minute rausschicken, wenn ihr wollt. Stundenweise, daily, weekly, monatlich, einmal, last day of the month. Das könnt ihr alles so programmieren. Und das macht euch Print and Deliver. Also ihr braucht es nur konfigurieren, Print and Deliver. Und wenn ihr den Scheduler hernehmt, was ich natürlich empfehle, braucht wirklich keiner nie mehr das Print and Delivery angreifen, weil ihr könnt das alles automatisieren. Ihr könnt es auch zum Beispiel jetzt mit Print on Delivery automatisieren. Eine Logik, wenn ich einen Kundenauftrag rausschicke, der mehr als 10.000 Dollar ist, Euros, dann will ich es, dass mir Print on Delivery zum Beispiel auch jetzt eine Activity aufstellt, damit ich in 3 Tagen da ein Follow-up mache. Das geht auch, weil ihr könnt es mehr wie eine Action machen mit Print on Delivery, wenn ihr eine Logik habt. Oder wenn es ein neuer Kunde ist, wenn ich das erste Mal eine Quote schicke, dann will ich, dass ich mehr Attachments mache. Okay, dann hänge ich mehr an. Da habe ich sogar gestern gerade gemacht. Ich hatte ein Demo. Zum Beispiel, das ist die Sales Order, die schicke ich zu allen. Aber wenn es ein neuer Kunde ist, finde ich jetzt nicht, natürlich. Wenn es ein neuer Kunde ist, das ist ein neuer Kunde, dann hat automatisch, weil ich es so konfiguriert habe, schickt es mir 2 additional Attachments mit.
Okay, aber wenn es ein Kunde ist, der schon lange ein Kunde ist, dann schicke ich nur das. Okay? Das hier eigentlich, das ist jetzt ein PDF und das ist ein neuer Kunde. Ihr könnt die Logik einbauen und Print und Delivery macht das und man braucht nicht auf den E-Mail-Button drücken in SAP, macht es automatisch. Ich könnte so lange reden. Haben. Okay, und dann ganz kurz nur, dass ihr es wisst, wir haben auch ein CRM für Outlook Solution. Ich will da nicht reingehen, aber ich habe es irgendwie mit Print und Delivery combined, weil man kann Activities, Service Call, Opportunities, Quotation oder Kundenaufträge hier direkt in Outlook anlegen. Und was natürlich wieder toll ist, mit Print und Delivery kann ich sagen, okay, schicke die neuen Kundenaufträge alle 30 Minuten. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel Vertriebler, sagt ihr, glaube ich, zum Beispiel hier jetzt eine License haben, die sehen alles über den Kunden und die können die ganzen Aufträge, ich habe es wieder auf Englisch, das ist ein Kundenauftrag, Aktivität, können die hier, brauchen nicht ins SAP reingehen, die können das hier direkt aufstellen. Und ich mache da jetzt einen Kundenauftrag und dann Print und Delivery, sagen, jede Minute kann man sagen, sobald ich Save and Close drücke, braucht natürlich ein Datum, geht das sofort ins SAP zurück. Und Print und Delivery schickt es raus für euch. Das ist unser CRM für Outlook. Wenn ihr mehr Informationen braucht, lasst es uns wissen. Ganz toll, man kann die ganzen Kundenrelation-Aktivitäten hier machen in Outlook. Okay, man sieht alles, was offen ist. Man sieht, was der Kunde year-to-date, sales-to-date und so weiter. Und natürlich kommt es auf Deutsch auch. Tut mir wirklich leid, aber haben wir ein bisschen einen Englischkurs. Ist okay. Ich tue mir ein bisschen leichter mit dem System. Also. Das wieder, Print und Delivery, auch wenn ihr zum Beispiel Prodomex habt, Prodomex kennt, zum Beispiel unser Prodomex kennt, das macht die Deliveries, die macht die Goods Receipt auf dem Scanner. Print und Delivery kann das machen, jede Minute, oh, wenn ein neues Goods Receipt ist, ein neues Delivery rausschicken, kann man alles automatisieren, so wie seht ihr, dass unsere Produkte alles zusammenarbeitet. Okay, jetzt bin ich fertig mit dem Beispiel. Also, eure Stimme ist wichtig, wir haben a Feature Request. Was ist das wieder auf Deutsch? Feature-Anfragen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, und ich glaube, einige von euch wissen das schon, sagt, ah, es wäre toll, wenn ihr sowas machen würdet oder sowas machen würdet, ob die Usability Package das machen könnte, schreibt es uns. Wir haben Feature Requests. Go zu unserer Community. Man kann lesen, was die Leute schon requestet haben. Dann könnt ihr wählen. Je mehr Wahlen wir haben, desto besser. Okay? Drum werdet ihr auch viel sehen in der Usability Package. Oh, das fällt in SAP, das fällt in SAP. Das haben uns die Kunden gesagt. Die Kunden von euch, Partner, kommt das und sagt, oh, das können wir aber machen. Wir haben auch E-Learning. Wenn ihr jetzt eine von unseren Produkten lernen wollt, wir haben E-Learning. Und wir haben jetzt zum Beispiel, Christian weiß das vielleicht besser als ich, zum Beispiel, wenn ihr jetzt B1 ablernen wollt, wir haben es nicht auf Deutsch, es ist auf Englisch, glaube ich, gemacht. Ihr könnt E-Learning machen, das ist für euch frei, für Horizontal, für B1 Up, für Boehm Cloud. Wenn ihr interessiert seid zu unseren Boehm Cloud Produkte, die sind frei auf unserer E-Learning Hub. Ihr braucht euch nur dann selbst einloggen. Und wenn ihr zum Beispiel BS Manufacturing, Prodomex, ist alles da. Okay, das kommt dann mit einer Fee und ihr könnt dann Certification machen, was natürlich toll ist. Okay, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich genug geredet. Ich habe mir gedacht, ich brauche nur eine halbe Stunde, aber typisch ich gehe immer drüber. So, was ich jetzt mache, ich unmute euch alle und ihr könnt euch dann jetzt selber unmuten und Fragen stellen. Fangt einfach,